Da bin ich wieder. Anderthalb Wochen habe ich jetzt kein Video gemacht. Ist der Pommesmann ein fauler Hund? Nein, ist er nicht. Er hatte nämlich viel Planung zu machen. Beziehungsweise wir haben jetzt gerade die ganze Jahresplanung gemacht. Viel Buchführung haben wir gemacht, im Shop gearbeitet. Und genau, deswegen ist ja dieses Video hier. Ich habe neue Sachen für den Shop. Einmal, weil ich keine Schneidbretter mehr hatte. Schon ganz lange nicht mehr. Und mir schon viele geschrieben hatten, wann gibt es denn endlich mal wieder Schneidebretter? Dann habe ich gesagt immer, ja, wenn ich da Zeit zu habe. Und das ist im Prinzip jetzt so im Winter. Das ist die einzige Zeit, wo ich überhaupt mich darum kümmern kann, um Schneidbretter zu machen, weil das nicht mal eben so einfach und schnell lösbar ist. Also in Anführungsstrichen einfach lösbar ist. Ja, es wäre einfach zu lösen. Ich könnte das alles komplett abgeben, könnte den ganzen Rotz wahrscheinlich auch in China bestellen, aber dann hat das A nicht die Maße, die ich gerne hätte, B hätte es nicht die Laserung, die ich gerne hätte und C hätte es natürlich nicht die Qualität, die ich gerne hätte und bräuchte und die ich euch ja, bieten will. Fangen wir mal mit den kleinen Schneidbrettern an, denn das war ja die, oder das waren die Schneidbretter vorher, die kleinen. Die hatten hier so 30 mal 20 cm. Die sind praktisch gewachsen. Und zwar einmal auf, Moment, und zwar einmal auf 34 cm und dann auf Breite 25 cm. Das heißt, ich habe die also erstmal größer gemacht und dann habe ich die nochmal anders gelasert. Also ihr seht auf jeden Fall hier oben einmal Pommesmehl, das ist so wie gesagt richtig tief drin hier. Und dann habe ich das Ganze jetzt Brett genannt. Das ist jetzt keine neue Erfindung. Und zwar die Leute, die mir schon ganz lange folgen, die wissen, dass ich schon mal so eine Version hatte. Denn wie man sieht, kleines Loch und hier großes Loch. Und warum habe ich da jetzt ein großes Loch reingemacht? Also grundsätzlich an jedem Loch kann man ja etwas aufhängen. Das ist schon mal das erste Praktische. Und ich habe schon mal vor 5 Jahren, wie gesagt, das kennen wahrscheinlich nur die mir ganz lange folgen, die wissen, was ich damit gemeint habe. Warum ich da jetzt ein großes Loch oder ein überdimensionales Loch, weil ich das nämlich geil finde, wenn man etwas hat, was mehrere Nutzen auf einmal hat. Also sprich, auf der einen Seite ist es ja ein ganz normales Schneidbrett. Das heißt, ich kann halt irgendwas schneiden in der Küche, kann es entweder irgendwo reinschieben, hochkant hinstellen oder ich kann es halt eben mit dem Loch hier aufhängen. Aber das Geile kommt ja halt noch, wie gesagt, es ist ja so ein praktischer Nutzen, den ich ja selber auch nutze, wenn man sich jetzt einfach mal eine Brotzeit macht. Dann kann man das ja auch, wie gesagt, ganz normal als Essbrettchen nehmen. Aber der Vorteil ist noch, warum das jetzt hier, wie gesagt, das ist großes Loch ist, du kannst deinen Daumen durchstecken und hast gleichzeitig also einen Stehtisch oder halt eben ein Transportbrett. Das heißt, wenn du irgendwas hier, Schnitte Brot oder ein Brötchen da drauf hast, dann kannst du damit auch easy durch die Dingens latschen, durch die Wohnung latschen. Das kannst du natürlich auch, wenn du anders festhältst, geht natürlich so auch. Aber ich finde es immer noch, dass es mit so einem Brett immer noch viel cooler ist. Du kannst das irgendwie, ich weiß nicht, besser balancieren, würde ich mal sagen. Ich sage, das ist jetzt kein super duper Nutzen, aber ich habe gedacht, ich mache einfach das Loch ein bisschen größer, dann hat man halt eben ein Loch zum Aufhängen und halt eben noch zur Not irgendwo, wo man einen Stehtisch hat und kann sagen, ja, ich kann hier essen oder sonst was. Wie gesagt, das ist halt eben, wie gesagt, die erste Variante, also größer geworden, schöner geworden und besser geworden. Und ihr seht natürlich, dass hier vorher war die Laserung da in der Mitte. Das zeige ich euch jetzt beim großen Brett, wo ich da jetzt drauf verzichtet habe und habe halt eben nur hier gelasert und dort unten gelasert. Hier sieht man jetzt die alte und die neue Version mal nebeneinander. Dieses Brett benutze ich seit, boah, ich glaube, 2 Jahren. Es wird wirklich täglich benutzt, wirklich, also jeden Tag. Und wir schneiden da alles drauf. Also ich weiß nicht, ob man diese Kretzerchen da so drauf sieht. Wir schneiden hier Brot drauf, Fleisch, Gemüse. Hier wird echt alles, und wie gesagt, es wird hier wirklich hardcore benutzt. Ihr seht natürlich einen Unterschied, farbtechnisch. Das liegt daran, dass dieses hier relativ jetzt, ich nenne es jetzt mal ausgewaschen ist, sondern halt eben, es wird natürlich auch jeden Tag ein paar Mal gespült. Ich müsste das jetzt eigentlich mal, um diese Kretzerchen hier wegzubekommen, die da drauf sind, müsste ich es eigentlich mal schleifen und auch wieder ölen. Dann würde es auch wieder so aussehen. So, und jetzt kommt der Grund, warum ich von diesem Muster, sage ich mal, jetzt weggegangen bin und bin zu diesem Design hingekommen. Einfach, eigentlich ganz einfach, wenn ich hier etwas schneide, Tomaten oder Zwiebeln, dann schneide ich ja grundsätzlich immer bei einem Brett in der Mitte von dem Ganzen. Das Problem ist aber hier, diese Laserungen, die sind, tief ist jetzt auch ein falscher Begriff wahrscheinlich. Ich würde jetzt mal sagen, diese Laserung, die ist ja toll, dass die so einen halben Millimeter tief sind. Aber das Problem ist, dass wenn du schneidest, dass es teilweise nicht ganz durchschneidet, weil du ja hier halt eben so Ritzen und Löcher hast. Und da habe ich mir gedacht, das wäre uncool, oder das hat mich ja selber genervt, wenn ich dann Gurke oder Tomate geschnitten habe und das dann nicht immer ganz durchgeschnitten ist. Deswegen habe ich gedacht, ich mache eine komplett gerade Oberfläche. Das habe ich jetzt halt hier gemacht. Das heißt, dieser ganze Bereich, wo man wirklich arbeitet, der ist dann halt wirklich frei von dem Ganzen. Lässt sich, na,
da sammelt sich jetzt auch nicht wirklich Dreck zwischen oder so, da kann man ja sowieso mit Schwamm abputzen, aber man kann halt viel besser schneiden. Deswegen bin ich ein bisschen von diesem hier weggegangen, von dem Muster, bin dann dahin und habe halt eben den Kopf nach oben hin, das hier oben hin, dass es halt eben da gut zu sehen ist. Und naja, einmal ist es ja das kleine Brett und hier ist es das XXL-Brett und auch wieder mit der Signaturlaserung dabei. Wie gesagt, äußerlich sonst die Maße sind die gleichen. Und eins, was immer noch super ist, ist halt eben dieser Anschlag, dass diese Bretter halt nicht verrutschen können. Und diese Anschlagleiste, die ist viel wichtiger, wie so manch einer denkt. Ich hatte mich mal umgeguckt, ob ich irgendwo, ich sag jetzt mal, gescheite Gummifüße herbekomme. Ich habe bei Amazon geguckt, ich habe bei vielen anderen Läden geguckt. Ja, es gibt welche zum Reinschrauben, es gibt welche zum Reinnageln, es gibt welche zum Reindrehen oder sonst was. Das ist aber irgendwie, sind das alles irgendwie keine Gummifüße. Das sind immer meistens so PVC- oder Plastikfüße, die schick aussehen, aber nicht wirklich einen Nutzen haben. Das heißt, das Brett rutscht nach wie vor und ich weiß, in der Küche, zumindest weiß ich ja, dass einige aus der Küche zugucken, die nehmen ja immer den Trick, dass man einen nassen Lappen drunter legt. Da habe ich gedacht, das ist doch völliger Quark. Jedes Mal einen nassen Lappen drunter legen, erstmal musst du dann das Öl, also zumindest in meinem Fall, wenn man eine Holzarbeitsplatte hat, muss man die ja noch häufiger ölen, weil die ja dann immer wieder nass wird. Dann ist das Brett halt unten nass. Es geht auch mit einem nassen hier so Zewa-Crepe geht das auch. Aber finde ich, weiß nicht, finde ich blöd auf jeden Fall. Und deswegen fand ich, oder finde ich nach wie vor, dass dieses Brett mit der Anschlagleiste eigentlich am besten ist, weil du da wirklich Probleme schneiden kannst und das Brett verrutscht wirklich nicht. Hinzu kommt es noch, wenn es da an der Spüle steht, kann man das zeigen? Ja, dann kann man das nämlich schön hochkant auch noch hinstellen, wenn es gespült ist. Moment, muss man eben hier festpacken. Ja, dann kann man es hier auch noch und hat halt eben noch zusätzlich noch so einen kleinen Winkel dran, ohne dass das Brett halt eben umfallen kann. Und als letztes habe ich noch ein neues Messer von unserem Messerhersteller. Das ist ja das altbewährte, wie es jeder kennt und wie es sehr viele von euch schon haben. Und ich habe jetzt nicht ein neues, sondern einfach ein zusätzliches Messer, das ein bisschen anders ist, aber ich finde es, naja, schöner kann man jetzt nicht sagen. Es ist einfach was anderes. Ich lege die mal hier nebeneinander, damit ihr einfach mal den Unterschied seht. Ihr seht, die Kullen sind hier ein bisschen tiefer und ein bisschen länger. Die Klingenform ist auch ein wenig anders und die Klinge ist auch an sich ein bisschen breiter und auch ein Müh länger. Aber der einzige Vorteil, den dieses Messer, sage ich mal, noch hat gegenüber dem anderen Messer, das ist auch nicht schlecht, nutze ich auch nach wie vor, dass hier bei diesem hier, ihr seht ihr es, da ist die Klinge und hier ist dann der Holzgriff da dran. Und bei diesem hier ist auch da die Klinge. Es hat eine durchgehende Klinge, das heißt, man hat noch mehr Stabilität in der Klinge drin. Und preistechnisch gesehen, ja, ich weiß, das sind nicht die hochwertigsten Messer, aber die sind ja jetzt nicht minderwertig oder von der Qualität her schlecht oder so. Ich habe hier Messer von, ich sage jetzt mal, 40 Euro, 60 Euro. Dann habe ich Messer, die bis hoch 400 oder 500 Euro gehen. Und jetzt ohne Witz, wirklich, wie gesagt, ich arbeite täglich mit vielen verschiedenen Messern und schneide auch viele Sachen. Ich arbeite am liebsten echt ohne Witz mit diesen Messern. Das mag für andere nicht hinkommen, die sagen, ich muss halt eben ein 600-Euro-Messer haben. Ja, dann do it. Wie gesagt, aber ich wollte ja halt eben für euch da draußen, wie gesagt, für die Community, wollte ich ein bezahlbares, gutes Gebrauchsmesser haben für die Küche. Und das sind diese Dinger hier. Wie gesagt, und deswegen halt eben gesagt, das eine nach wie vor ist eh so ein Topseller im Shop und das andere ist jetzt zusätzlich dazugekommen. Einfach. Keine Ahnung. Der eine, der sagte, ich habe noch ein 20 mehr über, der nimmt sich dann das Messer und wie gesagt, aber beide machen genau das, was sie sollen. Du kannst ja auch schön in die Finger damit schneiden. Und jetzt hätte ich es fast noch vergessen. Also wie gesagt, neue Bretter, neue Messer im Shop. Und es gibt jetzt, genau, mit dem, ich wollte gerade sagen, Hashtag, mit dem Code Brett gibt es dann 10% auf den ganzen Shop. Eine Woche lang. Also wer jetzt shoppen will, könnt ihr loslegen. So, das war jetzt schon alles für dieses Video. Und im nächsten gibt es wieder ein schönes, leckeres Rezept.